Thilo Sarrazin aus Restaurant geschmissen. So titelte gestern die Bild-Zeitung. Was war passiert? Am Samstagnachmittag sitzt Thilo Sarrazin zusammen mit einer Journalistin in einem türkischen Restaurant in Berlin-Kreuzberg, als plötzlich eine Gruppe vor dem Lokal laut skandiert: Sarrazin ist ein Rassist! Sarrazin raus aus Kreuzberg! Den Restaurantbesitzer Hikmet bringt dies in eine Zwickmühle. Auf der einen Seite betrachtet er sich als toleranten Menschen und akzeptiert auch andere Meinungen. Außerdem ist er stolz auf die türkische Gastfreundschaft. Auf der anderen Seite hat er Angst um den Ruf seines Lokals. Was, wenn Gäste wegbleiben, nur weil er den unbeliebten Sarrazin bedient? Schließlich entschließt er sich, Sarrazin des Lokals zu verweisen. Wir haben gestern Jugendliche auf dem Winnender Stadtfest gefragt, wie sie anstelle des Restaurantbesitzers Hikmet gehandelt hätten. Also ich als Lokalbesitzer hätte Sarrazin drin gelassen, wenn ich seine Meinung akzeptiere. Ich hätte ihn auf jeden Fall verjagt, weil das, was der über die Türken erzählt hat, dass die minderwertig sind und alles drum und dran, sein Buch, das geht einfach nicht. Ich könnte es halt nicht mit meinem Stolz, wenn ich ein Türke wäre, könnte es nicht einfach nicht mit meinem Stolz vereinbaren. Wenn ich der Restaurantbesitzer werde, würde ich ihn auch vor die Tür setzen, da der Ruf von ihm gefährdet wird, da es ja so viele Leute mitkriegen und danach ihn nicht mehr so gut leiden könnten beziehungsweise nicht mehr in seinem Restaurant essen würden. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht rausgeschmissen, weil das ja auch die Toleranz und so, das ist ja schon ein bisschen wichtiger als ein Ruf von einem Restaurant. Ich hätte versucht, mit Sarrazin zu verhandeln, dass er zwar sein Essen bekommt, aber woanders isst.